Herzlich willkommen bei diesem Capstone-Video zu Ableitungsfunktionen und Stammfunktionen. Thema des Videos ist das Anwenden von Ableitungen auf Bewegungsaufgaben, also zum Berechnen von Geschwindigkeiten und Beschleunigungen. Lies dir die Angabe des Beispiels in Ruhe durch. Am besten pausierst du das Video dazu. In Aufgabe 1 benötigen wir die Geschwindigkeit, in Aufgabe 2 die Beschleunigung. Gegeben ist der Weg. Wie kommen wir also vom Weg zu Geschwindigkeit und Beschleunigung? Die Geschwindigkeit ist definiert als die Änderung des Weges mit der Zeit. Wenn wir also unsere Wegfunktion einmal ableiten nach der Zeit, erhalten wir die Geschwindigkeit. Die Beschleunigung wiederum ist die Änderung der Geschwindigkeit mit der Zeit. Wenn wir die Geschwindigkeit also noch einmal ableiten, ergibt sich die Beschleunigungsfunktion. Diese ist natürlich gleichzeitig die zweite Ableitung des Weges nach der Zeit. In diese Richtung müssen wir also differenzieren. Würde die Fragestellung in die andere Richtung abzielen, wir also aus einer Beschleunigung die Geschwindigkeit oder aus einer Geschwindigkeit die Wegfunktion berechnen müssen, dann suchen wir eine Stammfunktion, wir müssten integrieren. Allerdings wäre die Stammfunktion nicht eindeutig, wir müssten also weitere Angaben haben. Zurück zu unserem Beispiel. S2 von t, einmal abgeleitet, ist die Geschwindigkeit. V2 von t ist also S2 von t abgeleitet. Eine einfache Polynomfunktion, deren Ableitung minus t² plus 4t plus 1/3 ist. Die Ableitung dieser Geschwindigkeitsfunktion wiederum, also a2 von t, ergibt die Beschleunigung. v2' von t, die zweite Ableitung des Weges nach der Zeit. Ausgerechnet minus 2t plus 4. Für Frage 1 ist die Geschwindigkeit zu berechnen. Wir sollen überprüfen, ob sie 0 ist. An der Stelle 0. V2 an der Stelle 0, also am Beginn des Intervalls, ergibt eingesetzt 0, 0, 1/3, insgesamt also 1/3. Mit den zugehörigen Einheiten sind das Kilometer pro Minute. In einer etwas schöneren Einheit wären es 20 Kilometer pro Stunde. Die Geschwindigkeit an der Stelle 0 ist also nachweislich nicht 0. Die Beschleunigung im Intervall 0 bis 3 soll 0 werden. Das ist Aufgabe Nummer 2. Das heißt, a2 von t soll im Intervall 0 werden. Die Stelle nennen wir t0. Die Gleichung dazu lautet minus 2t0 plus 4 ist gleich 0. Also, simpel ausgerechnet, t0 ist 2. Die Stelle 2 Minuten liegt im vorgegebenen Intervall, also nimmt die Funktion tatsächlich an dieser Stelle die Beschleunigung 0 an. Und damit ist das Beispiel gelöst.